Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, in dem es nochmal etwas um das Thema Schwimmen geht. Und zwar nehme ich dieses Wochenende tatsächlich an einem Outdoor-Schwimmwettkampf teil. Ich werde euch dadurch mal so ein bisschen den Weg erzählen, wie ich vom Schwimmen eigentlich zum Bodybuilding gekommen bin und euch auf den Wettkampf mitnehmen. Es geht nämlich zum Offlumer See, das ist so 200 Kilometer von mir entfernt und wir campen da halt auch. Deswegen gibt es noch einiges zu packen und das zeige ich euch gleich mal. Ich glaube, ich habe jetzt alles zusammengepackt. Im Rucksack hier auch ganz viele warme Sachen und so, weil es nachts schon kalt wird. Dann habe ich zweimal Reis mit Hähnchen und Gemüse vorgekocht. Und wir essen immer kalte Nudeln tatsächlich beim Schwimmwettkampf. Da freue ich mich schon drauf. Natürlich erstmal Stau. Aber ich habe einen neuen Podcast entdeckt. Und zwar hier den Kraftraum-Podcast. Und wenn ich im Stau stehe, dann höre ich immer Podcast und versuche einfach zu entspannen und mich nicht über Dinge aufzuregen, die ich nicht ändern kann. Erster Rast. Und es gibt jetzt mein Reis mit Hähnchen und Gemüse. Ich war auch gerade schon auf Klo. Ich habe hier wirklich genau die richtige Raste ausgesucht mit Nordsee und Burger King. Also da habe ich dann auf jeden Fall ordentlich Hunger bekommen. Aber ich wollte euch ja noch ein bisschen was zu dem Thema erzählen, wie ich jetzt vom Schwimmen zum Bodybuilding gekommen bin. Und zwar war das so, ich habe schon immer seit meiner Kindheit an Sportwettkämpfe gemacht, also halt speziell Schwimmen und Turnen habe ich auch gemacht. Gerätetouren, also Boden, Balken, Sprung und Reck. Und ich habe halt einfach schon immer diese Herausforderung geliebt und dann auch an Wettkämpfen als Challenge teilzunehmen und ja, seine Leistung zu zeigen. Und der Sport war für mich auch immer schon wie so eine Therapie. Also immer, wenn es mir irgendwie nicht so gut ging oder so, konnte ich ja den Schmerz beim Training, sag ich mal, rauslassen. Und deswegen habe ich einfach diese Liebe zum Sport schon immer. Und irgendwann war es halt beim Schwimmen so, dass viele aufgehört haben. Viele sind in eine andere Stadt gezogen zum Studieren, wie es halt ganz normal ist. Und dann habe ich mich am Fitnessstudio angemeldet. Training im Fitnessstudio war natürlich anfangs ein bisschen schlecht. Also nur Bauch, Beine, Po und so. Und bis ich dann halt irgendwann so zum Kraftsport gekommen bin, dass ich auch den ganzen Körper trainiert habe, hat erstmal so 2 Jahre oder so gedauert. Und dann dachte ich mir, boah, jetzt willst du irgendwie so eine neue Challenge haben. Und dann habe ich halt geschaut, was kann man in dem Bereich für Wettkämpfe machen. Man kann ja sowas wie Weightlifting machen oder so. Und mich hat aber halt schon immer so dieses, einmal so eine richtig krasse Form zu haben, interessiert. Also einfach mal alles aus meinem Körper rauszuholen, was so geht. Und ich hatte auch damals die Sophia Thiel immer verfolgt und ich fand das so heftig, ihre Transformation so zu sehen und ihren Weg auf die Bühne. Und bin dann während dem Lockdown wieder darauf gekommen. Und dann dachte ich mir so, versuchst du es doch einfach, machst du es einfach mal. Und jetzt kann ich im Nachhinein, also wenn ich das Ganze jetzt so ein bisschen reflektiere, auch sagen, dass das Bodybuilding noch besser zu mir passt als das Schwimmen. Also ich habe zwar beim Schwimmen auch immer Wettkämpfe mitgemacht, also auch mal NRW-weit, aber bin da nie so erfolgreich geworden wie jetzt in meiner ersten Bodybuilding-Saison direkt. Und das passt halt einfach super, super gut zu mir, habe ich das Gefühl. Und ich bin einfach mega dankbar, diesen Sport so für mich gefunden zu haben. Ich esse jetzt noch mein Essen auf und dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich gut angekommen bin. Ihr habt jetzt gerade schon den Bereich am Wasser gesehen und wir gehen jetzt rüber zu dem Beach-Bereich, wo die Sprintdisziplinen im Sand stattfinden, unter anderem Beach-Flags. Und heute ist der Einzelwettkampf, das heißt, man startet halt alleine und morgen ist Mannschaft, wo man mit der Mannschaft startet und ich mache nur bei Mannschaft mit, weil ich ja nicht so im Training bin. Und heute steht für mich auf jeden Fall noch Training an, also wir werden jetzt gleich auf jeden Fall mal ins Wasser gehen und noch ein bisschen Board fahren und Schwimmen trainieren. Wir waren jetzt gerade im Wasser Doppelboard üben. Das ist so eine Challenge, auf jeden Fall zu zweit auf diesem Board zu sein. Aber es hat jetzt ganz gut geklappt. Und die Yeti übt jetzt noch Skistart. Klappt es?
Ist halt wackelig, ne? Willst du mal probieren? Nee, danke. Wir haben geschafft, unsere Wohnung, nenn ich es mal, aufzubauen. Das Zelt ist nämlich wirklich riesig und man kann da drin stehen und wir campen einfach in einem Freibad. Ja, und jetzt richten wir uns mal ein und dann gucken wir nach Essen. So Leute, wir haben übelst Hunger. Wir haben jetzt, glaube ich, 9:30 oder so. Ich habe mir eine Pizza bestellt mit Pilzen und Schinken. Die werde ich jetzt einmal probieren. Boah, die schmeckt richtig, richtig frisch so. Morgen aus dem Naturfreibad. Das ist einfach ultra, ultra schön, weil hier ist einmal so ein kleiner Sandstrand mit einem Naturfreibad und oben ist dann auch noch ein normales Schwimmerbecken und es sah schon ziemlich geil aus heute Morgen. Also ich dachte mir auch so, boah, jetzt eine Runde schwimmen gehen. Und ich habe auch ewig nicht mehr gezeltet tatsächlich, aber ich habe richtig, richtig gut geschlafen. Also ich habe, glaube ich, fast 8 Stunden geschlafen und bin jetzt auf jeden Fall gut erholt für den Wettkampf und freue mich jetzt gleich auch einfach. Tellerbrötchen hier, ey. Wir sind tatsächlich einfach Erste geworden in der Bordstaffel. Also wir haben halt gar nicht damit gerechnet tatsächlich. Jetzt kommt gerade eine Durchsage. Ich warte mal kurz und esse ein bisschen von meinem Essen, was hoffentlich noch gut wird. Und bei der zweiten Rettungsstaffel sind wir Vierte geworden. Und jetzt kommt halt noch eine Dritte. Und unsere Hoffnung ist halt auf jeden Fall aufs Treppchen zu kommen. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass das klappen kann. Wir geben auf jeden Fall alles. Und es macht einfach mega Bock, auch nochmal an so einem Wettkampf teilzunehmen. Ist nochmal was ganz anderes als ein Bodybuilding-Wettkampf. Aber macht mir auch einfach mega Spaß. Mich mal gerade aus dem Auto. Oh, ich sehe gerade, ich habe, glaube ich, ein bisschen Sonnenbrand im Gesicht. Aber ich war auch gestern und heute einfach so, so viel in der Sonne. Und der Wettkampf ist vorbei. Ich wollte euch noch ein kleines Fazit und irgendwie ein Schlusswort geben. Aber erstmal die Platzierung. Wir sind Vierter geworden. Der undankbare 4. Platz. Aber ich finde dafür, dass wir vorher nicht so viel gemeinsam trainiert haben und halt alle unser Bestes gegeben haben, können wir wirklich mit der Leistung sehr zufrieden sein. Für mich war halt wirklich so das Highlight, wo ich mit der Yeti bei Doppelboard einfach Erste geworden bin. Das war so cool und ich liebe bei dem Sport genauso das Adrenalin und an Wettkämpfen teilzunehmen, wie jetzt auch beim Bodybuilding. Und das halt auch nochmal so als Reminder zum Schluss. Ich finde es halt einfach voll wichtig, dass man das macht, was man liebt und was einem glücklich macht. Und bei mir sind es beide Sportarten, ja. Aber ich merke halt auch, dass ich mich halt nur auf eins vollkommen konzentrieren kann, um halt in einer Sache richtig, richtig gut zu sein. Und das ist bei mir aktuell halt das Bodybuilding. Trotzdem ist es aber halt so, Dinge können sich auch ändern, ne? Also wenn ihr jetzt sagt, keine Ahnung, ich bin jetzt Schwimmerin, aber ihr erfindet trotzdem am Kraftsport irgendwann mehr Spaß, dann könnt ihr euch ja immer noch in die Richtung hin orientieren. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich mein Leben lang nur noch Bodybuilding machen will. Ich könnte mir zum Beispiel auch mal vorstellen, sowas Richtung Triathlon oder so zu trainieren. Das fände ich auch eine mega geile Herausforderung. Ich merke halt nur, dass ich halt so ein Mensch bin, der diese Herausforderungen liebt und immer wieder sich neu irgendwie challengen will. Und auf diesem ganzen Weg nehme ich euch natürlich mit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es mal so ein bisschen was anderes von mir war. Und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Lasst gerne ein Abo da und bis bald.